Als ich 8 Jahre alt war, lebte ich im Haus meiner Großmutter in Ecuador. Viele unserer Nachbarn sprachen meine Eltern darauf an, dass sie seltsame Dinge im Haus sahen, wie Schatten, die sich um die Fenster bewegten, wenn wir nicht zu Hause waren. Das Erste, woran wir dachten, war, dass jemand in unser Haus eingebrochen sein muss, aber es wurde nie etwas vermisst. Natürlich dachten sie nicht, dass jemand eingebrochen war. Sie dachten, unser Haus wird heimgesucht. Jeder lehnte es sogar ab, zu uns zu kommen, bei Partys oder zu anderen besonderen Anlässen. Sie sagten uns, wir sollten einen Priester holen und die bösen Geister loswerden. Wir nahmen ihre Warnungen nicht ernst, weil meine Eltern nicht an solche Dinge glaubten. Obwohl ich manchmal jemand nachts die Treppe hochgehen hörte. Unsere Treppen waren halt sehr alt, also machten sie laute Geräusche, wenn man auf sie trat. Wie auch immer, wenn ich nachsah, war da nichts. Ich rannte immer nur zu meinem Bett und bedeckte meinen Kopf mit der Decke, bis ich einschlief. Eines Nachts fing irgendjemand an, stark an die Tür zu klopfen und zu schreien. Wir bekamen Angst, da es 0.30 Uhr war und jeder in unserer Nachbarschaft schlief. Es war sehr selten, dass jemand um die Uhrzeit wach war. Mein Vater nahm seine Schrotflinte und sagte meiner Mutter und mir, dass wir im Zimmer bleiben und uns nicht bewegen sollten. Ich hatte Angst um meinen Vater, aber ich war erleichtert, als ich die Stimme meines Nachbarn hörte. Er informierte uns darüber, dass das Wasserrohr in unserem Garten kaputt war und das Wasser auf sein Haus sprühte und sein Fenster zerbrochen hat. In dieser Situation war er sehr freundlich und meinte sogar, dass er uns helfen würde, das Rohr zu reparieren. Mein Vater holte die Schaufeln, da die Rohre unter der Erde waren und wir mussten buddeln, um zu sehen, was da los war und wie wir es reparieren konnten. Während wir buddelten, bemerkten sie, dass sie andere Materialien brauchten und sie gingen los, um sie zu holen und ließen mich allein im Garten. Es gab so gut wie kein Licht da hinten. Die einzige Lichtquelle war der Mond und eine Laterne, einen Block von meinem Haus entfernt. Ich war angepisst. Wie konnten sie einen 8-jährigen Jungen dort alleine im Dunkeln lassen? Aber ich sagte nichts. Circa 10 Minuten waren vergangen, seitdem sie gegangen sind, und ich wunderte mich, warum sie so lange brauchten. Sie sind doch nur einige Materialien holen gegangen. Als ich wieder reingehen wollte, sah ich, dass sich etwas in meinen Augenwinkeln schnell bewegte. Ich erstarrte. Ich wollte wegrennen, aber konnte nicht. Ich wollte schreien, aber ich konnte nicht. Alles, was ich tun konnte, war, meine Augen zu bewegen. Ich fing an auszuflippen und sah um mich rum, um herauszufinden, was um mich herumrannte. Ich konnte nichts sehen. Es war so, als wäre da nichts gewesen, aber ich schaute nach rechts und sah etwas, das mich bis heute verfolgt. Meiner Meinung nach war es ein Dämon. Es war so groß. Um die 2 oder 2,5 Meter. Es hatte lange, dünne Beine mit einem sehr dicken Körper. Es hatte außerdem lange, schneckenförmige Hörner und die Augen leuchteten im Dunkeln. Ich konnte mich immer noch nicht bewegen. Das Ding rannte auf mich zu, schaute mich an, aber tat mir nichts. Es sah mich nur an. Es konnte keine Ziege oder ein Schaf gewesen sein. Ich habe nie so ein großes gesehen, das wie ein Mensch auf 2 Beinen lief. Es rannte weg und es versteckte sich hinter einem großen Baum beim Haus meiner Nachbarn. Endlich! Ich konnte mich bewegen. Ich schrie, bis meine Lungen schmerzten, während ich hysterisch weinte. Mein Vater kam mit seiner Schrotflinte in den Händen angerannt und fragte mich, was los sei. Ich erklärte ihm, was ich gesehen hatte, aber er glaubte mir nicht, genauso wie meine Mutter. Aber einer tat es. Mein Nachbar sagte mir, dass er denkt, mir sei nichts zugestoßen, weil ich ein Kind bin. Nach einiger Zeit kam ich darüber hinweg. Ich zog von dem Haus nach New York. Meine Großeltern verkauften das Haus und ich ließ diese Erfahrung in der Vergangenheit. Wie auch immer, so ist die Geschichte jedoch nicht geendet. In meinem 2. Jahr der Highschool hatte ich einen Albtraum. Das Ding, das ich in der Nacht gesehen habe, kam darin vor. Ich konnte nur seinen Kopf sehen, da es sich hinter einem großen Baum versteckte. Es sagte 5 Wörter, die mich verfolgen, bis meine Zeit kommen wird. Es sagte, du kannst dich nicht verstecken. Ich wachte aus dem Albtraum auf und ging zur Schule. In der Schule, es war ca. 12.30 Uhr, gab es eine Ankündigung. Einer meiner Klassenkameraden ist vor meiner Schule gestorben, durch ein Auto ohne Bremsen. Ich wurde blass, weil ich dachte, dass mein Albtraum etwas mit dem Vorfall zu tun hätte. Ich bekam Angst und ging früher nach Hause. Ich erzählte meinen Eltern davon, aber dieses Mal brachten sie mich zu einem Priester und er sagte, er würde mir etwas in 3 Tagen geben. Jeden einzelnen Tag hatte ich denselben Albtraum, bis der Priester mir ein gesegnetes Kreuz gab und seitdem hatte ich keine Albträume mehr von dem Ding.
Wie auch immer, jede Nacht schlafe ich mit der Decke über meinem Kopf. Nennt mich ein Feigling oder wie ihr wollt, aber das Ding geht mir nicht aus dem Kopf. Diese 5 Wörter verfolgen mich bis zum heutigen Tag. Ich frag mich, wann ich dieses Ding vergessen oder darüber hinwegkommen werde.